Your blood will turn white. Your face will turn green. Your eyeballs will pop with pressure. So terrifying. Hard Reset. Die nächste Rücksetzung ist in 20 Minuten und 4 Sekunden. Was auch immer du tust, bitte höre einfach zu. Wichtig ist nur, dass ich weiterschreibe und so viele Informationen wie möglich weitergebe. Wenn dir das irgendwann in der Zukunft passiert, ist es absolut wichtig, dass du weißt, was ich sagen werde. Denn dann kannst du es vielleicht aufhalten, wenn es hier losgeht. Noch 19 Minuten und 50 Sekunden. Lass uns die Zeit nutzen. Hier ist meine Geschichte. Red Pier, Alaska. Dort lebe ich zurzeit. Und mindestens 60 andere auch. Zusammen mit etwa 140 Touristen. Die meisten von ihnen sind jetzt weg, aber das ist nicht der Punkt. Es ist völlig isoliert von jeder anderen Stadt auf der Landkarte. Es gibt einen Grund, warum du noch nie von ihr gehört hast. Wenn du auf Google Earth eine Karte aufschlägst, wirst du ein leeres Quadrat im Meer finden, auf dem unsere Insel liegt. Wenn du dich irgendwie durch die Wildnis schlägst, um hierher zu gelangen, wirst du feststellen, dass es keine Brücken, keine Häfen und keine Landebahn in der Nähe unserer Insel gibt. Wenn du versuchst, uns zu finden, wirst du uns im Nebel wahrscheinlich nicht einmal sehen können. Das liegt daran, dass nichts dazu bestimmt war, von hier wegzugehen. Das war nicht immer so. Vor etwa 65 Stunden waren wir noch ein ganz normaler Wintersportort. Vielleicht hatten wir damals sogar Brücken und Landebahnen. Skifahren war unsere Hauptattraktion, weil wir sonst nichts zu bieten hatten. Der Wetterbericht sagte rund um die Uhr Schnee voraus, und ich glaubte nicht, dass wir seit der Gründung der Stadt jemals einen sonnigen Tag hatten. Zumindest habe ich das einer Broschüre entnommen. Mein Gott, was würde ich dafür geben, jetzt die Sonne zu sehen? Ich weiß nicht mal mehr, wie sie aussieht. Ich weiß, was sie ist. Es ist, als wäre sein natürliches Wissen das Konzept davon. Aber ich kann es nicht mit irgendwelchen vergleichbaren Sinnen verbinden. Es ist so, als würde man versuchen, eine Szene aus einem Buch zu zeichnen. Man kann nie wissen, wie sie im Kopf des Autors wirklich aussieht. Nur hier hat man immer das Gefühl, dass etwas fehlt. Ich will ehrlich sein, ich weiß nicht, warum ich hier in Red Pier bin. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht, womit ich mein Geld verdiene. Ich weiß nicht, ob irgendjemand weiß, dass ich hier gestrandet bin. Alles, was ich im Moment weiß, eigentlich das Einzige, was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass vor 2 Tagen um 14:09 Uhr alles schwarz wurde. Das ist es, was ich aus den Überwachungsaufnahmen zusammensetzen konnte. Vor dem Ereignis war alles normal. Mit gut aussehenden Männern und Frauen, die gemächlich durch die Stadt spazierten und in den Geschäften nach Souvenirs Ausschau hielten. Jeder Anschein von Licht, der es schaffte, die dicke Wolkenschicht zu durchdringen, verschwand innerhalb von Sekunden. Innerhalb eines Wimpernschlages war es Nacht. Die Stromleitungen des einzigen Kraftwerks auf der Insel fielen augenblicklich aus. Alle Lichtquellen, mit Ausnahme der Feuer in den Kaminen der Skihütten, waren erloschen. Natürlich ging man vom schlimmsten Fall aus. Jeder versuchte, seine Familie zu kontaktieren und zu fragen, ob noch jemand von dem Stromausfall betroffen war. Die Stadtverwaltung versuchte, das Wetteramt anzurufen, um herauszufinden, was die Ursache sein könnte. Aber alle Telefonsignale waren tot. Schlimmer noch, die Notbeleuchtung ließ sich nicht einschalten. Wir waren nun völlig isoliert. Noch mehr als zuvor. Verzweifelt erklärten die Leute, dass es sich nur um einen absolut massiven Sturm handeln könne, dass sie keine andere Erklärung sahen und die Stadt wurde abgeriegelt. Die Touristen blieben in ihren Hütten, verbarrikadierten die Fenster und versiegelten die Türen, um sich auf das Schlimmste vorzubereiten. Doch 2 Stunden lang geschah nichts. Der Himmel blieb schwarz, der Strom blieb aus und die Türen blieben geschlossen. Alle kauerten in absoluter Stille in Erwartung des Ereignisses, das über die ruhige Stadt hereinbrechen sollte. Schließlich gab die Stadtverwaltung eine Durchsage über den Lautsprecher heraus, in der es hieß, dass man noch immer versuche herauszufinden, was passiert sei, und dass alle bis auf Weiteres in den Häusern bleiben sollten. Und das war, soweit ich das mitbekommen habe, der Zeitpunkt, an dem der erste Wisch erfolgte. Um genau 16:09 Uhr, in weniger als einer Sekunde, geschah Folgendes. In der ganzen Stadt ging der Strom wieder an. Auf einmal gingen die Fernsehgeräte wieder an, die Lichter flackerten wieder auf und die Scheinwerfer begannen, über die schneebedeckten Straßen zu fegen. Der Himmel erhellte sich in einem hellen Leuchten, der wie ein Blitz aussah, sich aber über die ganze Insel erstreckte und aus keiner offensichtlichen Quelle kam. Wie sehen echte Blitze überhaupt aus? Ich kenne nur das von den Snowboard-Designs im Touristenzentrum. Ich kann mir vorstellen, dass es schrecklich aussieht. Und jeder einzelne Mensch auf der Insel, mich eingeschlossen, blinzelte gleichzeitig in einer einzigen, fließenden Bewegung. Dann wurde alles wieder schwarz. Wir wachten auf, sahen uns um und erkannten nichts. Wir konnten nichts erkennen, weil wir jegliche Fähigkeit verloren hatten, Informationen zu verarbeiten. Wir hatten jede Fähigkeit verloren, irgendetwas zu tun. Ich erinnere mich, dass ich mich nicht erinnern konnte. Mein Geist war einfach leer. Stell dir vor... Nein, stell dir nicht vor. Genau das ist es. Versuche einfach, dir nichts vorzustellen, nicht zu denken, keinen der Sinne mit deiner Umgebung zu verbinden. So hat es sich angefühlt. Oder hätte es sich angefühlt, wenn wir die Fähigkeit gehabt hätten, wahrzunehmen, was wir fühlten. Am Anfang herrschte Panik, wenn man es so nennen kann. Die Menschen schlugen auf dem Boden herum. Männer und Frauen tasteten sich nach dem Kopf, als wollten sie sich an ihr Unterbewusstsein klammern. Bald hatten die Leute einen Überblick darüber, was wo war. Und es dauerte nicht lange, bis Kämpfe ausbrachen. Es war das totale Chaos. In diesem Moment begann die Entführung. Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Die meisten von uns konnten es nicht registrieren. In der Menge der rasenden Menschen krochen bei dem einen oder anderen leuchtende, sich windende Ranken aus Licht langsam aus seinen oder ihren Körperöffnungen heraus, wie Ranken, die durch Ritzen einer Wand wuchsen. Auch das ist ein Konzept, das ich nur von einem der gerammten Bilder in der Lobby kenne. Auf den Überwachungsaufnahmen kann man hören, wie das verwirrte Stöhnen und Schreien der Menschen langsam von einem viel lauteren, durchdringenden Kreischen übertönt wurde. Ein furchterregendes weißes Rauschen, das durch die kombinierten Qualen all der Menschen entstand, die nicht in der Lage waren, irgendwas zu fühlen oder auch nur zu verstehen. Alle Kameras blieben für den Bruchteil einer Sekunde stumm. Und als das Bildmaterial wieder erschien, waren die Menschen verschwunden. Verschwunden, ohne eine Spur. Die glücklichen Seelen, die der Übernahme durch die Ranken entgangen waren, waren sich des plötzlichen Verschwindens ihrer Mitmenschen überhaupt nicht bewusst, und viele wussten nicht einmal, dass sie noch lebten und atmeten. Ich weiß nicht, wer diese Menschen waren. Keiner von uns wird es je erfahren. Es ist, als hätten sie nie existiert. Aber der Verstand ist ein fantastischer Apparat. Selbst wenn all seine Daten ohne Vorwarnung gelöscht werden, behält er die grundlegendste menschliche Fähigkeit: zu lernen. Als die Stunden vergingen, begannen diejenigen von uns, die überlebt hatten, zu erkennen, dass wir unsere Sinne einsetzen konnten. Während wir durch die leeren Gänge stolperten, begannen wir zu begreifen, was wir sahen. Die Tatsache, dass wir sahen. Wir entwickelten die Fähigkeit, Gedanken, die uns durch den Kopf gingen, zu verarbeiten, zu begreifen und in die Tat umzusetzen. Mithilfe der Bücher und Broschüren im Touristenzentrum und des Videomaterials im Sitzungssaal lernten wir schließlich, wie man liest, wie man spricht und wie man kommuniziert. Der Selbsterhaltungstrieb setzte ein und bald begannen wir zu kämpfen. Nicht durch Verwirrung, sondern um das Überleben. Wir begannen Ressourcen zu sammeln, bildeten Fraktionen und begannen schließlich Prioritäten mit Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu verknüpfen. Wir bauten die Gesellschaft in völliger Isolation wieder auf. Wer wir vorher waren, wurde unwichtig. Unsere Identität spielte keine Rolle. Ich habe versucht, in den Taschen nach einem Namen zu suchen, aber ich konnte keinen finden. Im Moment bezeichnen wir uns nur mit Buchstaben. Ich bin H. Obwohl wir unser Selbstbewusstsein wiedererlangt hatten, konnten wir immer noch nicht verstehen, was geschehen war. Ich habe versucht, es herauszufinden. Es ist möglich, dass die Lichter die Menschen mit der langsamsten Hirnentwicklung zuerst treffen, die noch nicht in der Lage sind, zu verarbeiten, was passiert ist. Eine leere Hülle, die sie für jeden erdenklichen Zweck missbrauchen können. Ich weiß auch nicht, wer oder was das tut, aber sie sind da oben, in den Wolken. Und sie warten auf unseren nächsten Schritt. Wir haben festgestellt, dass dies bereits zweimal passiert ist. Und zwar im Abstand von 22 Stunden. Auf die Minute genau. Das bedeutet, dass wir die Zivilisation seitdem dreimal neu gestartet haben. Wenn es eine andere Situation wäre, wäre ich stolz. Ich kann nur sagen, Gott sei Dank sind die Uhren hier analog. Die Zeit im Auge zu behalten, ist wahrscheinlich die wichtigste Fähigkeit, die wir haben können. Ich bin sogar so sehr darauf konzentriert, dass ich kaum etwas anderes wahrnehme. Aber was mir bei der Durchsicht der Überwachungskameras aufgefallen ist, ist, dass jedes Mal, wenn die Kameras auf Statisch schalten, etwas zusammen mit den Menschen verschwindet. Zuerst waren es die Ausweise, glaube ich. Da lagen ein paar Brieftaschen auf dem Boden, die nicht mehr da waren, als die Aufnahmen zurückkamen. Als nächstes waren es jedoch die Bilder an der Wand. Vor der statischen Aufzeichnung war die Lobby mit mehreren Beispielen für Naturfotografie geschmückt. Aber in der nächsten Sekunde waren nur noch leere Rahmen zu sehen. Zuletzt waren es die Bücher. Ein paar von ihnen, die ich versteckt habe, haben überlebt, aber es ist klar geworden, dass das, was auch immer das verursacht, nicht will, dass wir von unserer Umwelt lernen oder uns anpassen. Es will uns an aller Stelle entführen, bevor wir einen freien Willen haben, etwas anderes zu sagen. Nun, ich für meinen Teil gebe nicht nach. Und deshalb sage ich euch das jetzt. Es macht nichts, wenn ihr mir nicht glaubt. Das ist nur für euch. Ich brauche etwas Handfestes, um mich an das Geschehene zu erinnern, wenn der nächste Wisch, der nächste Vibe kommt. Der nächste Vibe. 1 Minute und 7 Sekunden. Scheiße. Hört zu, bitte. Was auch immer ihr tut, kommt nicht, um nach uns zu suchen. Sie werden euch finden. Ihr könnt von hier nicht entkommen, glaubt mir. Wir haben es versucht. Das Wasser ist zu kalt, um auch nur 1 Minute darin zu schwimmen, bevor eine Unterkühlung einsetzt. Mindestens 3 Männer sind bei dem Versuch gestorben. Was mich am meisten beunruhigt, ist die Frage, was als nächstes zusammen mit den Menschen verschwinden könnte. Ich benutze dafür gerade einen Laptop, den ich gefunden habe. Und der hat nicht mehr viel Akku. Wenn sie den mitnehmen oder das Internet oder sogar die Videoüberwachung deaktivieren, dann glaube ich nicht, dass ich noch einen Whip überleben werde. Verdammt, ich weiß nicht einmal, ob es funktionieren wird, das hier zu verschicken. Wenn der Rat niemand erreichen kann, dann wird das hier wohl auch nicht funktionieren. Noch 13 Sekunden. Ich drücke jetzt auf Senden. Wünscht mir Glück. Ha! Eintrag 2. Die Macht. Die nächste Zurücksetzung ist in 11 Stunden, 17 Minuten und 28 Sekunden. Ich bin es wieder. Wer auch immer ich bin. Ich habe mich vorher H genannt, also ist das jetzt wohl meine Identität. Ich bin immer noch dabei, die Kontrolle über mein Gehirn wieder zu erlangen, also verzeiht mir, wenn meine Gedanken ein wenig verworren scheinen. So wie mein letzter Beitrag aussieht, kann ich von Glück reden, dass ich noch lebe. Wie ich es geschafft habe, der Entführung zu entkommen, ist mir ein Rätsel. Ich nehme an, dass damals viel mehr Leute übrig waren als jetzt. Es ist nur noch eine Gruppe von 8 Personen übrig. 5 Frauen, 3 Männer. Darunter ich. Alle entsprechen Buchstaben, die bereits auf unsere Arme geschrieben waren, als wir wieder zu Bewusstsein kamen. Ich schätze, wir haben beschlossen, unsere Identitäten vor der letzten Löschung aufzuschreiben. Ja, das war klug. Nicht, weil wir alle wissen, wer wir sind, sondern damit wir wissen, wer vermisst wird. Es sind nur noch A, C, D, E, F, H, also ich, K und P übrig. Wir haben immer noch nicht herausgefunden, was hier vor sich geht. Es ist noch gar nicht so lange her und wir können uns immer noch nicht an alles erinnern. Alle unsere Nerven fühlen sich taub an und meine Muskeln bekommen auch wilde Krämpfe. Ich erinnere mich, dass ich vor diesem Laptop zu mir kam, völlig verwirrt und desorientiert, und dass ich alle möglichen Geräusche machte, um die Welt wissen zu lassen, dass ich da war. Soweit ich mich an Einzelheiten erinnern kann, fühlte ich mich einfach allein. Ohne es zu wissen oder irgendetwas zu wissen, wurde das Konzept der Isolation zu mir. Die bloße Existenz war nicht genug. Ich musste wissen, dass ich existierte. Das ist ein Trost, den wir alle als selbstverständlich ansehen, denke ich. Nun, ich denke, es ist an der Zeit, euch über mein Szenario hier in Red Pier auf dem Laufenden zu halten. In meinem anderen Beitrag stand, dass es irgendwo in diesem Gebäude eine Videoüberwachung gibt. Ich habe überall nachgeschaut, aber ich kann kein Terminal finden und auch keine Kameras, mit denen ich interagieren könnte. Die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass derjenige, der uns das antut, sie mitgenommen hat, wie zuvor die Bücher. Das bedeutet, dass ich viel mehr auf meine Umgebung achten muss. Denn die Kameras waren das Einzige, was uns wirklich gezeigt hat, was passiert ist. Wir haben immer noch die Bücher, die ich verstaut habe, die Tourismusfilme, einige Rationen und, was am wichtigsten ist, die Uhren. Alles andere ist nicht von großem Nutzen. Letztendlich wird dieser Beitrag der einzige Beweis sein, den wir noch haben, bis sie uns den Laptop wegnehmen, den ich immer noch bei mir trage. Ich glaube nicht, dass sie in der Lage sind, das Internet ganz abzuschalten, wenn man bedenkt, dass mein erster Beitrag Gott sei Dank durchkam. Also lasst uns diese Stunden nutzen. Nochmal. Hier ist eine Liste meiner Umgebung für das nächste Mal, vorausgesetzt es wird eins geben. In dem Sesselkissen im Erdgeschoss befinden sich 3 Bücher, 2 Romane, eine Enzyklopädie. Die Touristenvideos sind immer in A's Rucksack. Es gibt mindestens eine Uhr, die man von jeder Stelle des Gebäudes aus sehen kann. Wenn ich keine sehen kann, kann ich davon ausgehen, dass sie gestohlen wurde. Der Laptop ist in meinem Hemd unten zusammengebunden, damit er nicht herunterfällt. Auf diese Weise ist er am schwersten zu erreichen, wenn ich nicht vorher entführt werde. Wenn ich entführt werde, dann kommt er mit mir, vorausgesetzt ich bin noch am Leben. Die Besucherlisten befinden sich immer noch in der Empfangstheke an der Vorderseite, aber sie wurde verbarrikadiert. Ich sitze hier in der Lobby mit den anderen. Ich weiß nicht, ob eine der anderen Fraktionen überlebt hat, aber da wir die größte waren, halte ich das für unwahrscheinlich. Wir haben regelmäßig Ausflüge nach draußen gemacht, um Vorräte aus den anderen Gebäuden zu holen. A, D und K sind jetzt dort draußen. In der Zwischenzeit werfen wir anderen die verbliebenen Möbel ins Feuer, damit wir uns warm halten können. Die Heizung ist mit dem Licht ausgegangen und E leidet bereits an Unterkühlung. Ich glaube nicht, dass sie noch lange aushält. Es wird nur noch schwieriger werden. Ich ertappe mich dabei, wie ich in den letzten Beitrag nur einmal durchlese und versuche mir alles vorzustellen, was ich erwähnt habe und woran ich mich nicht mehr erinnern kann. Ich habe von einem Snowboard gesprochen, aber keiner von uns hat in der ganzen Stadt Boards oder Skier gefunden. Vielleicht haben sie die auch mitgenommen. Das Schlimmste ist zu lesen, wie die anderen entführt werden. Ohne das Filmmaterial versuche ich immer wieder, mir diese Lichtstreifen vorzustellen, aber ich kann es nicht. Ich habe es selbst gesagt, man kann nicht wissen, wie die ursprüngliche Szene aussah, wenn sie nur in Worten beschrieben ist. Es ist erschreckend zu wissen, wie man sterben wird, aber nicht zu wissen, was einen töten wird oder wie es überhaupt aussieht. Abgesehen davon weiß ich nicht einmal, ob die Menschen entführt wurden oder tot sind. Aber ich kann mir wirklich keine Situation vorstellen, in der sie sich befinden könnten, die besser als der Tod wäre. Tatsächlich kann ich mir nichts mehr viel vorstellen. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir ausgelöscht werden, verlieren wir ein kleines Stück von uns selbst in unserem Unterbewusstsein. Mein Gedächtnis wird mit der Zeit immer verschwommener. Und ich habe Schwierigkeiten, mich daran zu erinnern, wo ich diesmal meine Vorräte versteckt habe. Was auch immer das ist, es hat Kräfte, die wir unmöglich begreifen können. Die Fähigkeit, die inneren Abläufe des Gehirns zu manipulieren. Ein paar von uns haben darüber gesprochen und versucht, Theorien aufzustellen, was passiert ist. Hier ist, was wir bis jetzt wissen. Sie haben einige von uns am Leben gelassen. Das kann eines von zwei Dingen bedeuten. A. Ihre Kräfte sind begrenzt, was erklären könnte, warum die Entführungen nur alle 22 Stunden stattfinden. B. Sie wissen genau, dass wir hier unten leben und tun das mit Absicht. Vielleicht ist es eine Art krankes, verdrehtes Experiment, um Gott weiß was herauszufinden. Ich hasse es, noch weiter in diese Richtung zu denken. Bei jeder Löschung werden nie mehr als 1 oder 2 kollektive Beweisstücke in einem scheinbar zufälligen Muster entnommen, was bedeutet, dass wir Ersatzmethoden zum Neulernen haben müssen. Wir können nie wissen, wie viele Menschen bei jeder Löschung mitgenommen werden, da wir uns nicht an ihre Existenz erinnern können. Das Kraftwerk, das ich im ersten Beitrag erwähnt habe, hat definitiv etwas mit all dem zu tun. Bei einer seiner Versorgungsfahrten bemerkte C, dass das Kraftwerk noch in Betrieb ist, obwohl der Strom in der Stadt abgeschaltet ist. Er sagt, dass er das leise Heulen der Turbinenrotoren hören konnte, während sie durch das Wasser wirbelten. Wenn Szenario A zutrifft, ist es durchaus möglich, dass die Einschränkungen auf die Energie zurückzuführen sind, die zur Übertragung des Signals benötigt wird. Wir werden einen Weg finden, das zu bekämpfen. Das ist alles, was uns eingefallen ist, solange wir noch denken können. Wir haben mehrere Kopien dieser Liste bei einigen unserer Leute, die für den Fall, dass einer entführt wird. Eine Entführung ist zu diesem Zeitpunkt unvermeidlich und wir wissen, dass wir es vergeblich gegen etwas kämpfen werden, das uns letztendlich einholen wird. Aber wenn wir nicht kämpfen würden, dann würden wir aus Feigheit aufgeben. Und das ist nicht die Art, wie Menschlichkeit funktioniert. Ich bin so weit gekommen, habe die Zivilisation isoliert auf dieser Insel wieder aufgebaut. Und das schon 5-mal. Wenn ich irgendwas gelernt habe, dann, dass die größte Stärke unserer Spezies ihr Wille ist, weiterzumachen. Unser Wille im Allgemeinen. Der Wille, weiterzumachen, auch wenn die Situation völlig verfahren ist. Der Wille, auch im Angesicht der Vernichtung weiterzumachen. Der Wille, sich an alle Bedingungen anzupassen, wenn es darum geht, nur noch einen Tag zu leben, um ein letztes Mal das Licht einer nicht greifbaren Sonne zu sehen, bevor man in die Dunkelheit stürzt. Manchmal schaue ich auf mich selbst zurück und frage mich, ob das alles das wert ist. Ob wir jetzt einfach aufgeben und kopfüber in die Strömung eintauchen sollten. Das ist ein Gefühl, an das ich mich im Laufe der Zeit gewöhnt habe. Jeder von uns hier hat es irgendwann einmal. Und wir sind hier, um uns zu sagen, dass es sich lohnt, dass unser Bewusstsein ein Recht hat, für das es sich zu kämpfen lohnt. Es ist nicht nur ein Grundrecht, es ist ein grundlegendes Menschenrecht. Je mehr ich mir das ansehe, desto mehr frage ich mich, ob die Ursache dafür wirklich menschlich ist. Ich weiß nicht, wie ein Mensch damit leben kann, dass seinesgleichen auf diese Weise an den Rand der Vernunft gedrängt wird. Ich möchte glauben, dass es etwas Unmenschliches ist. Und doch macht mir dieser Gedanke noch mehr Angst. Nun, D und K sind gerade zurückgekommen. Sie sagten, sie hätten sich in der Nähe des Kraftwerks umgesehen. Sie sagten, sie hätten Lichter von drinnen gesehen. Lichter? Der Gedanke, im warmen Schein einer Glühbirne zu baden, bringt mich zum Weinen. Sie sagen, wir sollten in den nächsten Stunden eine Exkursion planen, um die Quelle zu untersuchen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn es soweit ist. Ich sollte in der Lage sein, euch auf dem Laufenden zu halten, jetzt, wo ich Zeit habe. Wir werden das durchstehen. Das werden wir. Wir müssen es schaffen. Update 1. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber A ist verschwunden. Keiner von uns weiß mehr, wer sie war, wie sie aussah. Ich kann nur annehmen, dass sie weiblich war, weil ich oben erwähnte, dass es 5 Frauen waren. Und jetzt sind es nur noch 4. D und K sagen, sie seien allein als Paar ausgegangen, mit niemand sonst. Langsam werde ich wirklich paranoid. Entweder verheimlichen D und K etwas oder der Wisch wird irgendwie lokalisiert und kann uns erwischen, während wir noch bei Bewusstsein sind. Scheiße, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Das ist besonders schlimm, weil A die Videos bei sich hatte. Was bedeutet, dass wir ein weiteres Beweisstück verloren haben. Das waren die einzigen Dinge, die uns das Sprechen beigebracht haben. Ich mache mir Sorgen, dass wir, falls wir die nächste Auslöschung überleben, die Fähigkeit zur sprachlichen Kommunikation verlieren werden. Wie auch immer, ich habe allen gesagt, dass sie D und K im Auge behalten sollen. In der Zwischenzeit haben C, F und ich besprochen, was zu tun ist. Wir wollten eigentlich zu dritt zum Kraftwerk fahren, aber das würde bedeuten, dass wir die anderen mit D und K allein lassen müssten. Vor allem E, die ihre Beine aufgrund von Erfrierung nicht mehr bewegen kann. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir sind alle unfassbar paranoid. Ich werde bald mehr berichten, sobald wir wissen, wie wir weiter vorgehen. Update 2. Ich weiß nicht, was zum Teufel seit dem letzten Mal passiert ist. Ich weiß nur, dass ich vor etwa 4 Stunden in einer Lache meines eigenen Blutes aufgewacht bin. Mein Kiefer hat eine riesige Wunde an der Unterseite. Auf dem Stuhl, auf dem ich meine Bücher abgelegt habe, liegt ein blutgetränkter Eispickel, den mir wohl jemand direkt in den Kopf gestochen und durchgezogen hat. Als ich nach dem letzten Wisch das Bewusstsein wiedererlangte, spürte ich keinen Schmerz wie immer, aber dieses Mal war es anders. Ich konnte sehen, dass etwas nicht stimmte, dass die Flüssigkeit auf dem Boden dort nicht hingehörte. Und ich war mir bewusst, dass meine Lebenskraft langsam abfloss, im gleichmäßigen Strömen aus meinem Körper sickerte. Ich schaute einfach nur zu, wie mein eigenes Blut aus meinem Mund und meiner Wunde floss, sich auf dem Boden sammelte und in dem Rest des Feuerscheins gebadet wurde. Ich glaube nicht, dass ich jemals zuvor solche Angst empfunden habe. Und was die anderen angeht... Als ich zu mir kam, fand ich F tot auf dem Boden, mit eingeschlagenem Schädel. So wie sie lag, sah es so aus, als ob sie versuchte, zum Feuer zu kriechen, um ein letztes Mal das Gefühl von Wärme zu erleben, als ihr langsam die Sinne schwanden. Ich mache ihr keinen Vorwurf, das hätte ich auch getan. E ist die einzige, die keine sichtbaren Wunden an ihrer Leiche hat. Es scheint, dass sie lange vor diesem Wisch an Unterkühlung gestorben ist, wie ich ja oben sagte. Aber D und K sind verschwunden. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie jemals hier waren oder dass sie überhaupt existierten. Ich weiß nicht, ob sie es waren, die das getan haben. Ich hoffe verdammt nochmal, dass sie nicht waren. Aber es ist unwahrscheinlich, dass der Verursacher versuchen würde, uns körperlich zu verletzen, anstatt uns einfach vom Angesicht der Insel zu tilgen. Wenn sie es waren, haben wir ein verdammt großes Problem. Ich würde so gern sagen, dass sie in den Schnee geflüchtet sind, nachdem sie das alles begangen haben, aber sowohl C als auch ich wissen, dass sie Fußspuren hinterlassen hätten. Vor beiden Ausgängen gibt es keine. Das heißt, sie sind noch im Gebäude. Oder sie wurden auch mitgenommen. Warum zum Teufel sollten sie das tun? Haben sie A auch getötet? Ich glaube nicht, dass wir Zeit haben, darüber nachzudenken. C bittet uns, so schnell wie möglich zu verschwinden. Oh, übrigens, sie haben die Uhren mitgenommen. Und die Bücher, die ich in meinem Stuhl hatte. Und die Dokumente. Als ob es nicht noch schlimmer kommen könnte. Ich habe meine obigen Beiträge immer wieder gelesen, um zu versuchen, unsere Situation besser zu verstehen, aber im Moment ist mein Verstand so verwirrt, dass ich kaum noch etwas behalten kann, ohne Kopfschmerzen zu bekommen. C klagt auch über diese Probleme, Heilige Scheiße. Ich glaube, ich habe gerade etwas aus den oberen Stockwerken gehört. Ich melde mich, sobald ich kann. Ich glaube, dass wir das durchstehen werden. Wir müssen nur noch unsere Ration zusammenpacken und uns um die potenziellen Mörder kümmern, die in diesem Gebäude frei herumlaufen. Ich möchte fast nicht aufhören zu tippen. Auch wenn ich niemanden von euch sehen kann, fühle ich mich so viel wohler, wenn ich all das erzähle, weil ich weiß, dass jemand anderes es weiß. Ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben. Ich glaube nicht, dass jemand wahre Sehnsucht erfährt, bis sein Leben an den Rand gedrängt wird. Es tut mir leid, wenn ich nicht so schnell auf eure Kommentare antworten kann, wie ich es möchte, glaubt mir. Ich möchte es im Moment mehr als alles andere, aber... Nein. Das war definitiv ein Geräusch. Scheiß drauf, ich gehe mit diesem Eispickel da hoch. 10 nickt zustimmt. Wünscht mir Glück. Nochmal. Update 3. C und ich sind gerade vor einem der Zimmer im 2. Stock aufgewacht. Wir können uns an nichts erinnern, was in der letzten Stunde passiert ist. Wie sind wir hierher gekommen? Warum sind wir hierher gekommen? Vor uns ist eine Tür aus den Angeln gehoben worden und im Inneren befindet sich ein leerer Raum, ohne Fenster. Wir haben einen kurzen Blick hineingeworfen, aber es ist leer, völlig leer, keine Möbel, keine Lichter, keine Dekoration. Es ist einfach ein leerer Raum inmitten des Touristenzentrums. Ich denke, dass der Lärm, von dem ich gesprochen habe, von hier kam, aber es sieht so aus, als wäre dieser Raum seit Jahren verlassen gewesen. Der einzige Beweis dafür, dass etwas passiert ist, ist ein Rückstand, der auf der Innenseite des Türrahmens hinterlassen wurde. Stellt euch vor, ihr verbrennt etwas in einem Feuer und stellt euch den schwarzen, verkohlten Umriss vor, der sich bildet, wenn man es wegnimmt. Aber anstelle von schwarzem Ruß ist das Innere mit dieser Energie bedeckt. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Es ist nur eine Reihe von Lichtpunkten, die sich von der Stelle ausbreiten, wo die Tür offensichtlich aufgerissen wurde. Es ist nicht einmal Licht. Es leuchtet nicht. Es ist, als wäre nur ein einziges begrenztes Exemplar reiner Illumination. Irgendetwas war definitiv hier, im Innern des Gebäudes. Das kann nicht D oder K sein, es sei denn, sie sind irgendwie mit all dem verbunden. Das ist etwas, das direkt mit dem verbunden ist, was unser Bewusstsein kontrolliert. Ich weiß nicht, wie lange es hier schon ist, wie lange es schon zuhört. Es füttert die anderen mit Informationen darüber, was unser wertvollstes Gut ist, um unsere Denkfähigkeit zu bewahren. Wenn es das kann, dann weiß Gott, was es nur alles kann. Es könnte immer noch im Gebäude sein, soweit wir wissen. Eine Sache ist sicher. Wir müssen gehen. Und zwar sofort. Wir nehmen nur ein paar Rationen mit. In etwa 3 Minuten werden wir draußen im Schnee sein und uns auf den Weg zum Kraftwerk machen. Es wird immer lauter, je mehr Zeit vergeht. Ich kann leise das Kreischen von Metall hören, das sich in dem rauen Gewässer von Redpier dreht. Wir müssen Antworten finden. Es ist mir egal, ob ich jetzt sterbe. Ich muss nur mit dem Wissen sterben, was hier vor sich geht. Ich muss sterben, weil ich etwas weiß. Überhaupt irgendetwas. Laptop, Akku 13%. 2 von uns sind noch übrig. Die nächste Zurücksetzung ist in 4 Stunden und 13 Minuten. Wir sehen uns dann. H. Eintrag 3. Das Licht. Die letzte Zurücksetzung hätte vor 7 Stunden sein sollen. Ich bin wieder da. Wir sind noch am Leben. Ich habe dies als endgültig markiert, da es unwahrscheinlich ist, dass ihr danach noch von uns hören werdet. Es sind schon über 29 Stunden vergangen und die Löschung ist immer noch nicht erfolgt. C und ich können uns immer noch an alles erinnern. Ich habe meine früheren Beiträge immer wieder durchgelesen und sie ihm gezeigt, in der Hoffnung, dass er etwas darin findet, was wir übersehen haben. Aber das kann keiner von uns. Aus irgendeinem Grund haben die Löschungen aufgehört. Zumindest im Moment. Ich glaube, was auch immer das alles verursacht, weiß, dass wir kommen werden. All das ist beabsichtigt. Es ist die Vorbereitung auf etwas Großes. Ich schreibe euch aus dem Lager, das wir außerhalb der Fabrik errichtet haben. Wir haben etwa 4 Stunden gebraucht, um durch den Schnee hierher zu wandern. Wir haben noch nicht entschieden, ob wir hineingehen sollen. Ich sehe es endlich aus der Nähe, nachdem ich so lange davon gehört habe. Es ist riesig. Eingezäunte Bereiche mit Energiezähnen und Überlastungspuffern umgeben die gesamte Anlage und nehmen die gesamte Ecke von Red Pier ein. Die Mauern müssen mindestens 40 Fuß hoch sein, bedeckt mit Rohren und Wellblech. Das Brummen der Rotoren ist von diesem Ort aus ohrenbetäubend. Es ist, als ob das Wasser aus dem Ozean aufsteigt und das Land in sein Reich zieht. Es ist erschreckend. Und das Licht. Dieses Licht, das von innen kommt. Das ist das erste Mal seit der ersten Löschung, dass ich glühendes Licht sehe. Ich konnte nur durch ein Feuer sehen seit... Gott weiß nicht mal, wie lang das her ist. Unser Zeitempfinden ist wahrscheinlich unvorstellbar verzerrt. Ich kann nicht beschreiben, wie seltsam diese künstliche Beleuchtung jetzt aussieht. Ich erinnere mich daran, dass ich das Gefühl hatte, als ich am Feuer im Touristenzentrum saß, wenn auch nur sehr vage. Ich kroch immer ganz nah heran, um die Wärme der Flammen zu spüren, die unablässig an meinem Gesicht leckten und die Kälte wegtauten. Wenn ich in dieser perfekten Euphorie war, in diesem Zustand, in dem wir weder heiß noch kalt war, schloss ich die Augen. Die Art, wie das Licht über meine Augenlider tanzte, war das Einzige, was mich zur Ruhe kommen ließ. Wenn ich jetzt das zielgerichtete Strahlen sehe, das aus dem Inneren dieses riesigen Gebäudes kommt, es ist fast so, als könnte ich die Bedingungen hier draußen ignorieren und in diesem weitreichenden, schimmernden Glanz baden. Ich fühle mich innerlich warm und behaglich, fast so, als wäre ich immer noch zu Hause. Zu Hause. Warum erinnere ich mich jetzt daran? Warum habe ich auf einmal eine perfekte Vorstellung davon, was Heimat ist? Ich glaube, ich habe die ganze Zeit über nie nachgedacht, dass ich ein Zuhause habe. Ich habe nicht ein einziges Mal daran gedacht, dass ich von irgendwo hierher komme. Diese Wärme, dieses beruhigende Glühen, es fühlt sich... Was ist das für ein Gefühl? Es fühlt sich vertraut an. Die Wolken rauschen an meinem Gesicht vorbei. Ich sehe den wunderschönen blauen Himmel, der sich über eine endlose Ebene erstreckt. Ich befinde mich in einer Art Fahrzeug. Einem Flugzeug. Das muss ein Flugzeug sein. Ich verbinde meine Gedanken. Neben mir sitzt ein anderer Mann, seine Beine sind über der Sitzbank gekreuzt. Er sieht mich an und lächelt. Er ist mit einem Mantel und einer Wollmütze bekleidet. Sein Gesicht ist nur verschwommen. Eigentlich ist jetzt alles verschwommen. Was geschieht mit mir? Was ist das für eine Erinnerung? Sie hat mir gerade eine Ohrfeige verpasst. Er sagt, ich sitze seit etwa 2 Minuten wie erstarrt vor dem Laptop. Der Akku hat gerade 10% erreicht. Das plötzliche Rauschen der kalten Luft, die aus dem Ferienort in der Ferne kommt, hat meine Ohren fast zum Platzen gebracht. Das durchdringende Kreischen der Turbine ist nicht gerade hilfreich. Wir gehen rein. Das habe ich beschlossen. Ja, C, wir machen es jetzt gleich. Keine Sorge, ich halte euch auf dem Laufenden, wenn wir vorankommen. Ich muss herausfinden, was das alles verursacht. Ich muss mich erinnern. Update 1. Wir sind drin. Der ganze Ort ist von diesem brillanten, alles durchdringenden Licht erfüllt. Es scheint aus keiner bestimmten Quelle zu kommen. Es erfüllt einfach den ganzen Ort. Es fühlt sich wunderbar an. Es fühlt sich falsch an. Ich weiß nicht wie, aber ich habe das Gefühl, dass ich das nicht erleben sollte. Dieses Licht, was immer es ist, wo immer es herkommt. Es ist nicht menschlich. Das kann nicht sein. Es ist wie vorher mit den Rückständen an der Tür. Das Licht scheint von nichts reflektiert zu werden. Es ist wie ein fester Gegenstand, eine Masse. Ich sehe meine Erinnerung wieder. Der Mann aus der vorherigen Rückblende ist dort beim Feuer. Das gleiche Feuer, das im Touristenzentrum war. Er sitzt an der Feuerstelle und lacht über einen ungehörten Witz. Ist mit einer Art Pulloverweste bekleidet und nippt an einer Tasse Kakao. Ich kann sein Gesicht immer noch nicht sehen. Es ist, als wäre es von einem ätherischen Fingerabdruck verschmiert worden. So sehr ich mich auch anstrenge, ich kann mir nicht vorstellen, welche Form es hat. Alles im Hintergrund, die Geräusche, die Farben, verschmelzen plötzlich zu einem langen Schwall weißen Rauschens. Ich bin jetzt hier allein mit meinen Gedanken. Sie ist draußen und sorgt dafür, dass wir alle Spuren unseres Lagers verwischen, für den Fall, dass sie nicht wissen, dass wir hier sind und uns verfolgen. Ich schaue immer wieder auf dieses fremde Licht und es erinnert mich an mein Zuhause. Mein Zuhause, das ich schon vor langer Zeit vergessen habe. Warum ist es so anziehend? Was will es? Sie ist wieder da. Nun, von hier gibt's kein Zurück mehr. Wir gehen in den Turbinenraum. Update 2. Der Raum ist leer. Sobald wir die Türen öffneten, wurde alles dunkel. Alle Lichter gingen gleichzeitig aus. Es ist vollkommen schwarz. Eine solche Dunkelheit habe ich noch nie erlebt. Selbst als wir kein Licht hatten, konnten unsere Augen Dinge erkennen. Es ist, als würde ich im Raum schweben. Das Geräusch der Turbine ist jetzt gedämpft. Es ist wie ein Ruder, das durch einen ruhigen Teich paddelt. Was ist das? Woher soll ich wissen, was ein Ruder ist? Dieser Mann, er sitzt mit mir in einem Ruderboot und blickt auf eine Reihe von ruhigen Wellen, die ich nicht richtig einordnen kann. Er streckt seine Hand aus und greift meiner. Ich sehe einen kleinen Goldring an seinem Finger. Er lächelt mich an. Waren wir verliebt? Warum kann ich das sehen, wenn es nur schwarz ist? Nein, es muss eine Halluzination sein. Sie spielen meinen Verstand Streiche, lassen mich Dinge sehen und fühlen, die nicht real sind. C. Wo ist C? Ich rufe immer wieder nach ihm, aber ich bekomme keine Antwort. Ich hatte ihn schon fast vergessen. Haben Sie ihn auch mitgenommen? Bin ich der Einzige, der noch übrig ist? Ich fange an, in Panik zu geraten. Nicht einmal das schwindende Licht des Laptops reicht aus, um die eindringende Schwärze zu durchdringen. Alles wird dunkel. Der Akku des Laptops ist bei 1%. Er wird's nicht schaffen. Ich werde hier gestrandet sein. Ich werde nichts herausgefunden haben. Nein, es gibt zu viele Fragen. Wo sind die Leute hin? Was ist das für ein Licht? Wer ist der Mann, den ich immer wieder sehe? Und wer bin ich? Ich brauche Antworten. Ich muss es wissen. Etwas, irgendetwas. Ich muss mir dessen bewusst sein. Ich muss wissen, dass ich nicht allein bin. Aber ich bin allein. Ich werde von der Oberfläche verschwinden, genau wie die anderen. Es ist komisch. Selbst wenn ich das hier tippe, habe ich das Gefühl, mit einer echten Person zu sprechen. Aber die Trennung zwischen uns, allein die Erkenntnis der Kluft zwischen mir und jeder einzelnen Person, die das hier sieht, reicht aus, um mich die Hoffnung aufgeben zu lassen. Hallo? Ist da jemand? Ich muss wissen, ob mich jemand hört. Nicht nur, ob er mich wahrnimmt, sondern ob er mich hört. Ich muss es wissen. 4. Finales Update. Es ist schwer zu beschreiben, was gerade passiert ist. Ich saß ein paar Minuten im Dunkeln, nachdem die Batterie leer war. Oder Stunden. Oder Tage. Ich weiß es nicht. Es spielt keine Rolle. Ich erinnere mich nur, dass ich in der nächsten Sekunde von Licht umgeben war. Dasselbe Licht, das ich schon so oft gesehen habe, das sich aus den Augen und Ohren dieser Menschen herausdreht, während sie vor unerträglichen Schmerzen schreien. Daran habe ich mich erinnert. Ich konnte mich an alles erinnern. Dann sprach das Licht zu mir. Nein, es sprach nicht. Sprechen ist nicht das richtige Wort. Die kombinierten Gedanken dieses Wesens durchdrangen mein Bewusstsein und brachten seine Worte in mein unmittelbares Verständnis. Es gab keine Verzögerung zwischen dem Senden und dem Empfang. Es war ein augenblicklicher Fluss von Informationen. Er sagte, dass dies ein Test sei. Ein Experiment. Es begann mit denjenigen, die den schwächsten Willen hatten, die geringste Gehirnkapazität. Sie waren am leichtesten zu infiltrieren. Sie arbeiteten sich mit so wenig Energie wie möglich durch ihr Bewusstsein. Alle anderen brauchten mehr und mehr Energie. Uns war nie klar, dass jede Auslöschung den Verlust einer ganzen Intelligenzstufe bedeutete. Red Pier war ein riesiger Schmelztiegel, in dessen Epizentrum das Kraftwerk hell brannte. Diejenigen, die zu schwach waren, um das Licht zu bekämpfen, wurden schnell ausgelöscht. Bis nur noch einer übrig war. Er sagte, dass mir die Möglichkeit gegeben wurde, aufzusteigen. Es gab mir meine Erinnerungen zurück, eine nach der anderen, und sah mir dabei zu, wie ich vor Schmerz und Trauer um diejenigen schluchzte, die ich verloren hatte. Ich hatte einen Ehemann gehabt, einen wunderschönen Mann, der nichts anderes wollte, als mit mir zusammen zu sein. Wir waren zu unserer letzten Verabredung vor unserer Hochzeit nach Redpier gekommen. Es zeigte mir, wie sehr ich von diesen Gefühlen geplagt wurde. Die Wesen, die dieses Licht bilden, sind frei von den Fesseln des Bewusstseins und all der Last, die damit einhergeht. Für sie ist es eine Krankheit. Es ist ein tiefer, unaufhaltsamer Schmerz, der uns schließlich alles verzehrt. Er frisst sich durch unsere Herzen und unseren Verstand, bis die Qualen so groß sind, dass wir einfach nicht mehr leben können. Sie baten mich, mich ihnen anzuschließen. Ich sagte ihnen, ich bräuchte etwas Zeit. Und jetzt bin ich hier. Ich befinde mich in einem Raum, der sich nicht allzu sehr von den leeren, verlassenen Raum im Touristenzentrum unterscheidet. Vor mir steht der Laptop, dessen Akku sich unaufhörlich entleert, während die Zeit um mich herum weiterläuft. Und ich bin allein mit dieser unmöglichen Entscheidung. Wenn ich hier in diesem Flugzeug bleibe, werden alle, die ich liebe, tot sein. Ich werde mit dem Gedanken leben müssen, dass Menschen gestorben sind, damit ich diese Chance habe. Diese Chance, die ich wie ein undankbares, verwöhntes Kind weitergegeben habe. Sie werden alle umsonst gestorben sein. Wenn ich aufsteige, werde ich jeden Anschein von Menschlichkeit verlieren. Alles, was mich zu meinem eigenen Ich, zu irgendeinem Ich gemacht hat, wird vollständig ausgelöscht werden. Ich werde den Rest der Unendlichkeit damit verbringen, die verschiedenen Ebenen der Realität als Passagier ohne Fahrzeug zu durchqueren und das zu leben, was ich leben will. Ich wäre so oder so nicht in der Lage, mit mir selbst zu leben. Aber bevor ihr mir vorschlagt, was ich tun soll, möchte ich euch allen sagen, dass ich meine Entscheidung bereits getroffen habe. Eigentlich war die Entscheidung schon von Anfang an gefallen. Indem ich diese Nachricht sende, werde ich nicht nur das Wort verbreiten, sondern auch das Wissen über diese Wesen an Menschen auf der ganzen Welt weitergeben. Die Unwissenheit war es, die sie ruhig gestellt hat. Behaltet dies als Aufzeichnung dessen, was passiert ist, wenn das Licht kommt und euch holt. Wenn wir zu eurem Standort kommen, werdet ihr es wissen. In der Zwischenzeit werden wir uns vorbereiten und nach einer ausreichenden Energiequelle für den nächsten Test suchen. Ihr werdet das Licht auf die eine oder andere Weise zu sehen bekommen. Die nächste Rücksetzung ist in 5 Tagen, 8 Stunden, 44 Minuten und 2 Sekunden. Viel Glück. H. Change.